Hi, ich zeige euch heute, wie ihr mit diesen paar Sachen einen wunderschönen Glücksbringer machen könnt. Das nennt man Gottesauge und es kommt aus Südamerika. Das könnt ihr entweder für euch selber behalten und euch hinhängen oder jemandem in eurem Haushalt schenken. Ihr braucht also eine Schere, zwei Stöckchen, die findet ihr bestimmt vor eurer Haustür oder wenn ihr mal im Wald spazieren geht oder an der Lahn, und ein bisschen farbige Wolle. Ihr beginnt damit, dass ihr die beiden Stöckchen nebeneinander legt und euch ein Stück Wolle nimmt, mit der Farbe, mit der ihr beginnen möchtet. Und dann knotet ihr die beiden in der Mitte zusammen. So. Das Überschüssige von der Wolle könnt ihr einfach abschneiden. Jetzt dreht ihr eure Stöckchen so, dass ihr ein Kreuz habt. Jetzt achtet ihr darauf, dass ihr mit der linken Hand, wenn ihr Rechtshänder seid, ansonsten andersherum, das gut festhaltet. Und jetzt geht es darum, dass ihr immer einmal die Wolle um den Stock rumwickelt und es gegen den Uhrzeigersinn dreht. Also mit der linken Hand gut festhalten, einmal um den Stock und gegen den Uhrzeigersinn. Einmal um den Stock oben drüber und im Uhrzeigersinn. Einmal oben drüber, gegen den Uhrzeigersinn drehen. Einmal oben drüber und wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Wolle könnt ihr dann immer noch mal so festschieben. Ihr könnt auch noch ein bisschen gucken, wenn ihr die Mitte noch nicht ganz habt. Das könnt ihr alles noch so ein bisschen hin und her schieben. Und das ist auch am Anfang noch ein bisschen wackelig, aber umso mehr Wolle ihr drum wickelt, umso besser hält es am Ende. Und wieder oben drüber, nach links gegen den Uhrzeigersinn. Oben drüber, gegen den Uhrzeigersinn. Oben drüber. Das macht ihr jetzt so lange, bis ihr sagt, ja, das ist jetzt so von der Farbe her, von der Menge her gut. Jetzt würde ich gerne mit der nächsten Farbe anfangen. Ich mache das jetzt mal hier ein bisschen schneller. Ihr seht schon, das wird schön fest. So, jetzt habe ich hier noch so ein bisschen übrig, aber ich fange schon mal an, hier die neue Farbe festzumachen. Ich nehme jetzt hier mein Blau, den lege ich parallel einfach neben den rosanen und mache über so eine Schlaufe mir einen Knoten da rein. Gut festziehen. Das, was übersteht, könnt ihr wieder ein bisschen abschneiden. Dann nehme ich wieder mein Gottesauge in die Hand und wickel weiter. Oben drüber und einmal drehen. Oben drüber und drehen. Oben drüber und drehen. So, jetzt müsste gleich irgendwann mein Blau anfangen. Da kommt's. Ihr seht jetzt beim Wickeln die ganze Zeit die Rückseite. Jetzt seht ihr, hier ist mein Knoten. Den könnt ihr so ein bisschen versuchen, nach zu euch hinzudrehen, dann ist er nachher an der Vorderseite schon mal nicht mehr zu sehen. Ich drehe das gleich mal um, dann seht ihr auch, wie es von vorne aussieht. Aber erstmal schön fleißig weiterwickeln. So, wenn ich es jetzt umdrehe, seht ihr, so sieht es aus, wenn ihr es auf die Vorderseite dreht. So sieht die Rückseite aus. Und da könnt ihr, wie gesagt, diese Knoten immer so ein bisschen verstecken. Wenn ihr dann fertig seid, ich mache jetzt mal nur so einen kleinen, weil ich habe euch ja gerade schon gezeigt, wie ein groß aussieht, schneide ich mir hier nochmal ein Stückchen ab. So. Das ist hier mein Ende. Und dann könnt ihr einfach hier gucken, dass ihr das da einmal drunter durchfädelt, dass ihr an dem Stock das schon mal festzieht, dann könnt ihr es noch mal rumwickeln und vielleicht noch mal machen. Das müsste eigentlich dann schon halten. Und schon habt ihr es fertig. So ist jetzt das Baby. So ist der Große. Viel Spaß!